Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich muss es schon wieder sagen, sorry für gestern. Gestern ist die Folge schon wieder ausgefallen und zwar aus technischen Gründen. Ich habe ja von der Testversion auf der normalen Version wieder runtergepatcht und ja, dann hat er mir gesagt, Steam ist nicht online und ja, ich habe nicht gewusst, was ich da machen soll. Hetral, also einer unserer Admins hier ist auch Testspieler, der hat das Ganze mal dann gefragt und hat mir gestern, wo ich auf Arbeit war, geschrieben, wie ich dann wieder auf unseren Server spielen darf. Ne? Also ich habe das Ganze mal runtergepatcht wieder und musste einen Safe-Ordner löschen. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, habe ich dann auch wieder die Möglichkeit, auf unseren Server zu spielen. Und ist auch alles noch da und normal. Ja, Gott sei Dank. So. Testspieler. Also, ich musste einen NDA-Vertrag unterschreiben, dass ich darüber nicht reden darf und nichts zeigen darf, ne? Also nur das, was die mir sagen, was ich zeigen darf. Es gibt da halt schon einige Sachen, die es wohl bald geben wird im Spiel, was die Entwickler halt haben, ne? Ihr wisst, die weiblichen Charakter sind ja kein Geheimnis und sowas, ne? Und Baseball, das kann man da schon so grob austesten. Wie gesagt, darf ich nicht zeigen, auch nicht so richtig drüber reden, wie das jetzt funktioniert, aber das wird alles demnächst später irgendwann natürlich hier im Spiel kommen. Also es macht schon Spaß auf jeden Fall und sieht auch gut aus. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Tacken Arbeit. Die Entwickler, wer jetzt denkt, die sind faul, wenn Freitag kein Patch kam und diesen Freitag vielleicht nur das Scharfschützengewehr, das neue und ein paar Kleinigkeiten, der irrt sich. Also ich habe die jetzt ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Die sind super eifrig, da sind mega viele Devs mit in diesem Discord-Channel, wo man sich da austauscht über Bugs und so weiter und so fort. Und sehr, sehr viele Tester, die sehr, sehr, sehr viele Sachen denen posten, worauf die auch immer eingehen. Also ich finde es schon sau interessant, also die sind sehr bemüht, die Entwickler, muss ich sagen. Die haben extra für mich einen Channel errichtet auch und sowas. Also seit ich da bin, gibt es tatsächlich einen Content-Creator-Channel, also für Videos. Also super geil. Und ich freue mich da auf jeden Fall mit der Zusammenarbeit mit denen. Super liebe Leute und wirklich sehr gut. Er konnte sogar ein bisschen Deutsch schreiben, aber nicht gut verstehen, hat er gesagt. Aber er konnte ein bisschen Deutsch schreiben. Ich habe mich gefreut, mit denen ich geschrieben habe. So, was will ich denn heute mit euch machen? Anstatt die ganze Zeit nur zu quasseln. Ich möchte Ruhmpunkte sammeln. Ich brauche 200 für das nächste goldene Schloss. Ich hacke einfach mal ein Gebüsch kaputt. Einfach mal aus Wut. Nein, Quatsch, ich habe keine Wut. Und mach keinen einzigen Ruhmpunkt. Da muss ich noch einen zerstören. Weil das ist das Spannendste, was man hier so machen kann. Bei mir ist aktuell 11.27 Uhr. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Und bin ein bisschen kaputt. Ne? Also wie immer halt. Das könnte ich. Ich teste mal, wie viel wir damit machen. Ob sich das überhaupt lohnt. Freue mich aber auf Scum heute. Ne? Weil gestern auch wieder ausgefallen ist. Ich wollte den Boxkampf unbedingt aufnehmen. Es war ja wieder von Auguang ein Boxkampf gemacht worden, so zum Testen und zu machen als Event. Und ich glaube, das hat auch wieder ganz gut funktioniert. Und in der Zeit habe ich das Spiel deinstalliert und neu installiert und das hat ja alles ewig gedauert. Also runtergeladen nochmal die 15 GB und da war zack, bumm, 9 Uhr und ich habe dann gesehen, die alle gehen wieder aus den Channeln und dann konnte ich leider nicht mit aufnehmen. Auf jeden Fall möchte ich nächstes Mal den Boxkampf auf jeden Fall mitmachen. Wenn der Auguang das plant, wäre cool, wenn du mir das mal sagen würdest. Also du schreibst es ja auch wirklich vorher schon lange im Channel. Und ja, freue ich mich. Also das wollte ich schon zum zweiten Mal mit aufnehmen und habe es nicht geschafft. Verdammt! So, das macht fast gar keine XP mehr hier, ne? Oder Ruhmpunkte, besser gesagt. Lass mal schauen. Wäre geil, wenn wir die Metallkiste irgendwann mal bauen dürften. So, boah, zwei. Weißt du, meckerst rum und machst direkt erstmal zwei Ruhmpunkte. Ich habe gerade gesehen hier, ich habe glaube ich 30 Ansagen wieder gemacht und vermasselt, dass man von hier aus den Staudamm sehen kann. Das sieht verdammt gut aus. Aus der Distanz, ne? Also es müsste. Guck mal, wie weit der weg ist. Den sehe ich doch, das ist doch nicht der Staudamm, oder? Tatsächlich, boah. Das ist nicht mal eine Weitsicht, ne? Also von der Entfernung her, ich denke nicht, dass wir das messen können. Ne, geht glaube ich bis 1000, ne? Wow. Also ich kann mir das immer noch. Also ich habe einmal gemessen mit den Kilometer. Wartet mal, das mache ich mal. Nehme ich mal das Ding hier. Wo ist denn die Schießbahn? Da. Bei B2, also ist eigentlich ein Zeigefinger von mir breit. Die ist ja 1 Kilometer lang, ne? 1, 2, 3, ganz grob. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 11, 12 Kilometer. Ist die weit weg? Krass.
ganz grob mal mit meinem Zeigefinger gemacht. Ich bin einfach ein Zeigefinger-Master. Oh, das ist ein Airdrop. Wie gesagt, Ruhmpunkte machen, damit ich die goldenen Schlösser zukriege. Mann, M muss ich drücken. Und ja, der Server startet gleich neu, nur zur Info. So, ich habe mich auch versteckt vorhin, oder in der letzten Folge. Und das Quad ist nicht entdeckt worden. Yippie! So, Top-Kommentar des Tages, darf ich nicht vergessen, ist heute von Steven Bär. Zu unseren abendlichen Fernsehprogramm gehört mittlerweile Timmy und Scum fest dazu und gestern, mit ein trauriger Smiley, Leerlauf. Aber da haben wir uns die Testzone angesehen und richtig gelacht über Who is this man? Weiter so mit allem. Vielen Dank für dieses liebe aufbauende Kommentar, weil momentan sehr viele Hater unterwegs sind. Weiß nicht, was ich alles so falsch mache, aber irgendwas muss ich wohl falsch machen. Aber da freue ich mich natürlich immer drüber bei solchen lieben Kommentare. Und ihr könnt alle gerne meine Testzone angucken. Mann, habe ich da schon viele Videos drin und viele Spiele getestet. Gut, das Top-Kommentar Nummer 2 ist von Hartmut Kraus. Moin, deine Nase juckt, weil deine Eier schon anfangen zu gammeln. Wenn da ein Puppet reintritt, stinkt das Ei mehr als der Puppet. Hab im Office oben auf der Fischfabrik ein Bild eines jungen Mannes gesehen, mit dem gleichen neuen Rahmen wie bei Ray Kids Hund. Ist da noch jemand verstorben? Ich weiß nicht, ich habe von nichts gehört, damit ein Denkmal gesetzt werden soll. Danke für unterhaltsame Videos. Bitteschön. Und danke für deinen Kommentar. Ich werde auf das Bild achten. Ne, sowas sollte man natürlich dann immer in Ehre halten. Ne? Gut. Aber ich weiß nicht, ob da einer verstorben ist. Keine Ahnung. So, ich cruise mal. Und ja, zu dem PvP auf unserem Server. Boah, das ist eine Weitsicht, ey. Da ist ja schon die Berge, ey. Irre. Zu dem PvP auf unserem Server. Gut. Ich würde mich jetzt nicht selber zum Abschuss freigeben wollen unbedingt, aber befinden wir uns in so einer PvP-Zone wie jetzt ich gerade, dann ist natürlich Feuer frei erlaubt. Ne? Keine Frage. Es muss nicht gefragt werden oder sowas. Ich weiß nicht, ob das immer noch nicht so richtig verstanden wird oder so gewollt ist. PvP ist natürlich erlaubt und auch gewollt, denn das hält das Spiel auch so ein bisschen interessant. Ne? Also wenn mich einer sieht, dann ja, darf er gerne schießen. Es hört sich zwar komisch an, oh, ich bin schon wieder offline. Ne, bin ich nicht. Gott sei Dank. Also sofort. Kann er hacken? Ah, ne, so suchen. Okay, irgendwie ist der Server heute wieder lahm. Meine Frau hat gerade den Sauger wieder angeschmissen. Ah, ich kann nicht aufsitzen. Ich bin schon wieder offline. Weißt du, meine Frau tut Bügeleisen, Staubsauger, irgendwas da unten anschließt an eine Steckdose und dann geht der Router aus immer. Ich verstehe nicht, warum. Ich bin kein Elektriker. Ja, aber das ist gerade auch schon mal abgestürzt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Vielleicht ist doch wieder gerade ein Serverproblem. Ich weiß es nicht. Mann, das geht mir auf den Sack, ne? Aber wir dürfen ja ganz kurzzeitig suchen, ne? Hat er erlaubt. Aber ich stehe jetzt hier, kann mich nicht bewegen. WSD drücken, wie beglüht. Nichts passiert. Naja, wie gesagt, der Testserver, ich lade mir den gleich wieder runter, werde ein bisschen rumbasteln und tun und gucken. Werde heute nochmal mit den Devs sprechen, also schreiben. Wie gesagt, das ist leider immer in Englisch, da bin ich nicht so gut. Ja, mal gucken, was ich dann noch zeigen darf. Ich will da natürlich nicht mogeln oder schummeln, ne? Also dann kriege ich da richtig Ärger und das will ich natürlich nicht. Ne? Dementsprechend ist es auch ganz gut, wenn man manchmal Sachen nicht weiß, ne? Dann freut man sich nämlich noch mehr darauf. Das M82 Scharfschützengewehr haben wir ja ausgiebig getestet. Da ist er weg, der Server. Und ich will nochmal fortsetzen. Aber ich denke, das wird jetzt die ganze Zeit so gehen. Ich denke, das liegt wieder eher am Server. Das ist sehr doof, ne? Kann doch sein, dass ein Admin den gerade neu startet. Das passiert ja auch mal. Wenn vielleicht sogar ein Patch kam oder so, aber das glaube ich jetzt nicht. Also ich gehe schwer davon aus, dass morgen ein Patch erscheint. Ich habe da keine sicheren Quellen. Also ich habe nicht gefragt oder sowas. Ich will denen da nicht so auf den Sack gehen. Ich bin ja erstmal seit ein paar Tagen dabei. Und ja, ich denke, wenn wir Sachen zeigen dürfen, dann sind die in naher Zukunft auch im Spiel. So. Jetzt verbinde mich doch einfach. Na, wenn Musik ausgeht, ist immer ein gutes Zeichen. Dann sind wir plötzlich irgendwo gespawnt. Haben wenig Ausdauer. Aber das kommt schon hin. Aber warum bin ich denn jetzt hier? Ich finde doch nie wieder meinen Quad. Naja, abenteuerliche Folge heute, wa?
Abenteuerliche Folge. Wo bin ich denn hingewesen? Ich war doch nicht übers Wasser gegangen. Niemals. Mein Quad, da waren Sachen drin. Da geht's in Richtung Stadt. Wir waren ja gar nicht weit weg von der Stadt, ne? Wartet mal, jetzt muss ich mich mal ein bisschen orientieren. Ich bin niemals so weit weg gewesen. Oh Gott. Ich muss noch schreiben. Huhu. Ach, Captain Caps Lock wieder. Nicht Kuh. Huhu. Ah. You have been kicked from the server. Was? Wer ist das? Oder... Ich muss mal kurz bei Steam gucken. Also wenn ich sofort sitzen gehe... Was passiert hier? You have been kicked from the server. Von meinem eigenen Server bin ich gekickt worden. Das ist natürlich interessant. Und der sieht plötzlich ganz anders aus. Voll skurril. Das wird wahrscheinlich ein anderes Problem sein. Mann, ich komme nicht auf dieses verfuckte Steam. Scum. Download läuft. Achso, nee, Quatsch. Ist nix. Ist von gerade eben. Warum steht denn der Download läuft? Blödsinn ist das denn? Scum wird ausgeführt, ja. Shit, ich muss einmal Steam neu starten. Dann geht das Spiel tatsächlich sogar aus. Beendigung von Scum wird gewartet. Okay. Sorry, kann nichts dafür, technische Schwierigkeiten. Dann starten wir Steam nochmal neu. Den schwarzen Bildschirm seht ihr. Guck mal, kann ich wenigstens. Mach ich die Facecam so lange an. Dann muss ich es auf den Monitor stellen. Und Activation machen. Bam! Oh, da ist er, der Tim. So. Dann drücke ich mal kurz auf Steam. Starte Steam neu. Aber ich glaube nicht, dass es das an einem Update liegt. Ich glaube eher, dass da jetzt gerade irgendwas im Busch ist. Nix, kein Patch. Okay, dann muss ich mal auf Discord und gehe mal auf 3, 2, 1 Spiele. Generell, nein, dann machen wir bei Scum. Generell. Schließen. Muss ganz lange scrollen und schreib mal, ich wurde gerade vom Server gekickt. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wird ein gekickt geschrieben. Achso, mit gekickt. So. Ich habe jetzt von dem Rechner aus keinen Zugriff auf den Server. Das ist das Blöde. Nur vom Notebook. So. Schiffi, du bist im Bild. Man sieht mich gar nicht richtig. Ja, weil meine Pfanne im Weg ist. Die große. Ja, wir haben technische Schwierigkeiten. Ich habe nichts gemacht. Doch, wo du den Sauger angemacht hast, bin ich aus dem Netz geflogen. Doch, aber das wird das. Aber was das jetzt ist, da kannst du nichts für. Das schafft dein Staubsauger nicht. Antwortet keiner. Was ist denn da los? Ich starte nochmal Scum. Damit ihr auch wieder ein vernünftiges Bild habt und nicht nur dieses furchtbare Gesicht hier oben. Muss ich so klein machen? So. So wie die Kamera ist da. Wenn du da winkst, sieht das keiner. Bam, bam, das stimmt aber, weil es was ganz derbe nicht, ne? Oder ist das ein anderer Server, wo der jetzt drauf will? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. You have been kicked from the server. Ich habe aber gerade meinen versucht. Mal aktualisieren. Da sind 3 von 55 Leute drauf. Fortsetzen. Ich war bestimmt auf einem falschen Server, wo ich tatsächlich gekickt wurde. Aber warum? Aber ich wurde ja aus dem Spiel geschmissen. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Dann kann es ja weitergehen.
Und die Suche nach dem Quad kann losgehen. Was war das jetzt? Gottes Willen. Kam ich ein bisschen in Erklärungsnot. Ich komme nicht über das Wasser rüber, weil da war auf jeden Fall... Hier war ich nicht. Was habe ich denn eigentlich noch für Schuss? 20? Okay. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt so irgendwie läuft. Was auch immer das jetzt war. Keine Ahnung. Ich mach die Cam wieder aus, ne? Bup. Die stört nur. Wo war denn die Brücke hier überhaupt? Die ist... Wie weit die weg ist? Das ist doch nicht normal. Oder war ich doch hier für einen Airdrop? Ich weiß es nicht mehr. Verdammt. Vermaledeit. Schaut nochmal. Huhu, das hat ja gerade nicht funktioniert. Bin gerade gekickt worden. Ich glaube, das lag eher ein bisschen an den Server. Nicht so rennen. Habe ich auch noch was zu naschen, außer mein EPA, was wir ja gucken, wie lange das hält. Und ich habe noch keine Ahnung mehr, wie lange das schon war. Die hätten wir doch auch schon mal fertig geladen. Hallo. Die alte Kaffeemaschine, guck mal. Ja, jetzt habe ich mal einen Quad verbummelt. Das ist ja natürlich ein Traum. Hallo Timmy, alles gut? Ja, ich wurde gekickt. Und der Server startet in 20 Minuten sowieso neu. Doof. Doof. So, jetzt habe ich keinen blassen Schimmer, wo mein Quad steht. Das ist natürlich blöd, ne? Was habe ich denn gemacht? Ich bin in der letzten Folge rausgefahren. Bin ich denn... Ich musste über irgendeine Brücke. Aber das war was anderes. Anderer Zusammenhang. Ich weiß es nicht mehr. Meine Sachen. Das waren jetzt nur Kleidungsstücke, nichts Besonderes. Ich gucke in meine Facecam. Ich muss mal wieder weglegen. Das ist so ein Blödsinn. Bin ja gar nicht da rein am gucken müssen. Nachtsehgerät wäre noch was Feines, ne? Was kommt da? Also ich habe doch gerade auf der Map geguckt und da habe ich ja gemessen, die Meter, ne? Also, war das hier der Bereich? Ja, ne? Oder war es eher da oben? Weil ich kam nicht übers Wasser mit den Klamotten. Ich bin einfach zu schwer. Ich gehe unter wie ein Stein. Ich will es ja mal testen, tatsächlich. Wenn ich überhaupt noch online bin. Kann natürlich sein, dass ich gerade schon wieder aus dem Server geflogen bin. Lässt sich ja immer schnell testen. Wenn man nicht mehr interagieren kann mit Dingen, dann war es das. Aber das geht. So flach ist das hier einfach leider nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf der Seite der Insel waren. Oder des Baches. Weil ich will nicht ins Wasser gehen, wenn ich nicht weiß, ob ich da auch wieder rauskomme. Ne? Wenn das so steil ist. Dann kommen wir wieder rausgelaufen. An der Oberfläche, das ist das Problem. Aber da kann er schwimmen. Seltsam. Ich denke, die Sachen saugen sich voll Wasser und dann geht er unter wie Sau. Kleine Stückchen da. Ne? Guck mal hier, da wo das Schilf ist. Ist nicht so gut für seinen Stoffwechsel. Wenn er so lange keinen Sauerstoff hat. Ne? Und dann irgendwann ist er wütend. Aber da wo Schilf ist, da können wir da bestimmt durchmarschieren, oder? Ach, da kann man später bestimmt so schön mit dem Boot fahren. Ach nein, das war dumm. Jetzt muss ich es versuchen. So schnell geht das nicht. Also das dauert ein bisschen, bis gar kein Sauerstoff mehr ankommt. Ein bisschen habe ich ja gerade eingeatmet, ne? Ähnliches Gerät wie der Thermomix. Monsieur Cousin. So. Niemals finde ich das mehr wieder. Mann, warum habe ich denn schon wieder schlechtes Wetter? Das hat doch gerade, wo ich mich eingeloggt habe, schon geregnet. Jetzt regnet schon wieder. Mann.
Der Timmy wurde gekickt. Jetzt weiß ich, wie er sich anfühlt, gekickt zu werden. Das ist mal interessant. Oh, ich mach Ruhmpunkte. Oh, jetzt mach ich auch Ruhmpunkte. Wow. Boah. Mann, nicht mal wenig, ey. Für die viele. Naja gut, wenn man so wenig hat, dann kriegt man ja viele. Das ist ja einfach so, ne? Mit den Hacken von Bäumen und sowas. Aber wo sind wir denn gerade gewesen, Mann? Wenn ich nicht so zerstreut wäre ständig. Wo habe ich mich versteckt? Weit gefahren bin ich ja nicht. Dann ist es ja verbuggt. Und dann weißt du ja gar nicht, wo du wirklich hingefahren bist und wo du warst. Ich will mein Quad wieder. Keine Schnitte. Hat mir halt einfach nicht... Ja, da achtet man ja nicht so ganz 100 Millionen Prozent drauf und speichert sich das ein, wo man gerade war, ne? So, müssen wir fahren. Gut, dass ich keine Face gemacht habe. Ich habe gerade Popel gerade. So. Es wird natürlich auch noch dunkel, aber wie gesagt, es wird ja gleich wieder morgen. So, und hier muss ich mir nur jagen. Braucht man ein bisschen Fleisch und Fett. Ach, kochen hätte ich jetzt auch Bock hier im Spiel. So ein bisschen was tun, ein bisschen was machen, ein bisschen Ruhmpunkte farmen. Nein, ich spiele gerade 20 Minuten am Stück schon. Hm, dann liegt das an mir. Wurde ja sogar gekickt. Da kann er nicht an mir liegen, wenn ich gekickt werde, oder? Oder Hyping oder so? Keine Ahnung. War ein bisschen skurril. Also ich werde dieses Squad nie wiederfinden. Der es gesehen hat, das letztes, kann es sich holen. Ist nichts Besonderes drin, ein paar grüne Klamotten. Vor allem wird es jetzt ja auch noch dunkel dazu. Das ist super doof. Ich erarbeite mir einfach ein paar Pünktchen. Eine Sicht hier. Aber ich habe auch mit dem Wetter jetzt fängt es wieder an, ne? Das Pech. Dass ständig Regen kommt. Alles verloren. Timmy wurde gekickt. Und entkickt. Das kann nur ein Fehler gewesen sein. Bestimmt, weil ich diese Testversion vorher hatte. Hi Tim. Oh, guck mal, der Papp. Das Spiel ist soweit okay. Dann ist ja gut. Ja, das wird schon dunkel. Dazu noch das Wetter. Das ist echt abartig. Dafür muss ich den Bomben haben. Ich bin sauer auf den. Weil er so krumm ist. Auch nicht ein Ruhmpunkt. Ja, ich brauche ein Tier. Fliegen doch auch Flattermänner rum, oder? Kann man doch auch braten. Ja, einen Ruhmpunkt gemacht. Super. Da wird halt immer schwieriger mit den Ruhmpunkten, ne? Wie viel Fett haben wir eingelagert momentan? 39,8, ey. Boah. Fast 40 Kilo Fett. Ich laufe gerade eigentlich grob Richtung Straße nur, damit ich hier ein bisschen Überblick bekomme. Sehr ärgerlich mit dem Quad. Sehr ärgerlich. So. Ach, ich würde euch gerne so viel verraten, aber ich darf nicht. Wie gesagt, wir sind sehr eifrig. Und es wird bald... interessanter Inhalt kommt, mit Sicherheit. Das Basebuilding wird euch schon gefallen. Aber das ist noch sehr früh, muss ich zugeben. So, du musst pipi. Weil du einen fucking hohen Nitrathaushalt hast, du arme Sau. Ups.
Ich hab mein Quad verloren. Das ist jetzt bis zur Stadt super weit auch, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so weit weggefahren, dass ich so weit weggefahren bin. Ich muss unbedingt meine Eier austauschen. Das eine ist wirklich schon am Vergabbeln, ne? Guck mal. Ja, es hat nur noch einen kleinen Zippel. Das stinkt wirklich schon. Das müssen Nüsse werden. War ja meine Challenge, die mir aufgegeben wurde, in einer Folge zwei Nüsse zu finden und das auszutauschen. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Also ich spaziere jetzt mal zur... Das war eigentlich ein dummer Weg, den ich gegangen bin. Zur Ortschaft. Und dann essen wir da ein bisschen und zu ein paar Zombies metzeln. Da finden wir ein neues Fahrzeug. Okay. Da habe ich noch gelesen im Kommentar, dass die Shader für die neuen, für die Fahrzeuge halt nicht so wichtig sind. Die sollen erstmal dafür sorgen, dass die in Garagen parken können. Vernünftig. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich denke mal, das wird auch ein Hotfix dabei sein. Ne? Also, das gehört wahrscheinlich mit zur Bearbeitung, dass sie das hinkriegen. Das wurde ja schon mehrfach gemeldet, auf jeden Fall. Weil das ja ziemlich doof ist. Du parkst ein Auto in die Garage und es ist dann nicht mehr fahrbereit. Muss es dann elend mit 1000 Schubser rausschubsen, damit es wieder startet. Ich brauche Nüsse. Oh, das hört sich irgendwie falsch an. So. Wie gesagt, 200 Ruhmpunkte. Jetzt noch 141. Dann haben wir das zweite goldene Schloss. Und dann müssen wir noch ein drittes goldene Schloss machen. Morgen ist Freitag. Morgen kommt vielleicht ein Patch. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht gefragt. Ich will dir nicht auf den Sack gehen. Und das hören die oft genug, die Frage, ne? Und ja, dann wird es natürlich wieder spannend, ne? Was ist das für ein Riesengebäude? Ach ne, das steht nur auf dem Hügel. Sieht cool aus, ne? Auch wenn es sehr dunkel ist. Das ist ja das erste Häuschen da von der Straße. Und ein paar Zombies werden jetzt angebracht, tatsächlich. Boah, das Gewitter sieht echt cool aus. Für mehr Blitze. 27 Minuten spielen wir schon? Ja gut, der Anfang war jetzt ja holprig. Kein Wunder. Na, da kam ich so ein bisschen in Not, muss ich sagen. Was ist denn jetzt passiert? Ne? Also ich habe mich selber entkicken, wenn mich einer kickt. Aber warum sollte man mich kicken? Und warum habe ich jetzt 61 Ruhmpunkte plötzlich? Zwei mehr. Boah, ist das dunkel. Ein Lappen für den Lappen. Na, so, das nehme ich mal mit. Ist ja gerade Platz da. Wir marschieren jetzt zurück. Was soll ich tun? Das ist... Verwirrung pur hier heute. Also die Zombies haben scheinbar Angst vor Gewitter. Die sind alle weg. Das wäre schon witzig, wenn ein Zombie Angst vor Gewitter hätte, oder? Die haben nämlich keine Angst vor nichts. Da liegt tatsächlich eine Pistole. Ach, Haselnüsse, die zählen nicht, oder? Ich meine bestimmt die Walnüsse, weil Haseln... Das sind ja viele Nüsse. Man kann ja nur zwei Nüsse haben. Aber ich habe Nüsse gefunden, immerhin. Den Walnuss findet man hier tatsächlich doch des Öfteren. Ups. Und? Nix. Hier liegt einfach mal eine Eder. Ich glaube, ich habe schon lange keine Eder mehr gehabt. Aber auch schon halb im Wash. Das Gewitter. Vom Blitz getroffen werden kann man wohl nicht, denke ich. Das wäre auch ganz schön gemein. Boah, ist ein Scheißhaus hier, weg hier. Gehen wir wieder runter. Wenn ihr hier wohnt, ey. Also mein Schlafzimmer hätte ich nicht oben. Obwohl, das ist bei den Menschen immer so. Die haben immer ihr Schlafzimmer oben. Da spreche ich aus den Rettungsdiensterfahrungen. Ja, die ist, der geht's heute überhaupt nicht gut. Schon seit gestern, heute Morgen, so um 22 Uhr abends dann anrufen. Ja, wo ist er denn? Ja, einmal nach ganz oben, bitte. Das ist der Klassiker. Aber du kannst auf die, zum Beispiel die alten Leute nicht schimpfen, warum die ihre Zimmer oben immer haben. Denn wenn die da schon seit 50 Jahren wohnen oder 40, 30 Jahre, dann haben die vor 30, 40 Jahren nicht daran gedacht, dass sie mal alt sind und nicht laufen können. Ne, und haben damals ihr Schlafzimmer natürlich oben gemacht. Denn unten ist ja normal immer Wohnzimmer und so. Deswegen ist das ja eigentlich völlig normal. So, 55. 5 Minuten startet das Server neu.
dann haben wir auch wieder anderes Wetter. So. Was haben wir denn? Schweinestall, ne? Ach, dieses Weihnachtszeugs, ne? Also meinetwegen könnt ihr das auch wieder rauspatchen. Ja, ein bisschen rumkraxeln hier. Und da unten ist ja schon die Ortschaft. Ich sehe sie gar nicht. Da ist die. Boah, man sieht gar nichts. Es ist diesig dunkel und einfach nur Kackwetter. Ja, das gehört dazu. Es dürfte auch mega nass sein, ne? Vom Gewicht her. Sichtbarkeit 87%. Was sagt denn eigentlich jetzt mein Cooking? Habe ich auch Cooking? Ist doch gar nichts. Also wenn wir Cooking machen, oh, das ist ein Zombie. Können wir da wahrscheinlich ordentlich Dings rausholen. Driving 54.000 von 100.000. Hm. Und so viel Schrotflinte habe ich auch nicht mehr. Ne? Muss ich auch aufpassen. 6. Auch so still. Was? Alter, guck mal die Rumbute an. Ah, da hat es einer gehört. Mehrere. Nee. Wow. 107. Boah, die machen Damage, da muss man so aufpassen. Ich habe auch gehört oder gelesen in Kommentaren, dass der Opa mal geschrieben hat, der hat die stärker gemacht. Hat er mir auch auf jeden Fall nicht gesagt. Ne? Also ich weiß von nichts, dass die Zombies stärker gemacht werden, was ich schwachsinnig finden würde. Die Zombies hier übermächtig stark zu machen. Jetzt habe ich keine Munition mehr dafür, muss ich aufpassen. 4 Schuss. Denn der Server startet in 3 Minuten neu, dann gehe ich lieber mal in irgendein Gebäude rein. Hier gibt es ja noch eine Polizei. Boah, boah, Alter, das Gewitter sieht geil aus, ne? Polizei, Polizei. Ich hab nicht mal diese Zeit, komm. Ich will mich nicht einloggen und mitten in der Stadt stehen. Das ist blöd. Es ist noch Zeit, immer mit der Ruhe. Auch ordentlich Krach gemacht. Weil ich immer wieder vergesse, dass wir auch PvP haben. Ne? Also wie gesagt, ich habe schon lange kein PvP mehr erlebt hier. Polizeistation, wo warst du denn? Oder habe ich dich einfach nur wieder mal übersehen? Komisch, wie die hier bauen, ne? Wofür ist die Mauer denn dann da? Achso, ist auch eingestürzt. Mal irgendwo in Sicherheit bringen. Ach nee, nicht so ein Haus. Alle Häuser, nur nicht das. Herr Zombie. Also die 200 Ruhmpunkte machst du mit Zombies aber ruckzuck mit der Schrotflinte, wa? Ach, blödes Haus. Auch ein sehr, sehr blödes Haus für sowas jetzt. Das Tagebuch. Das Tagebuch einer 20-Jährigen, die gerade ihren Körper... Nein, Quatsch. So. Blödsinn quatschen ist mein Hobby. Na, wo geht's hier runter? Da. Bisschen so einen komischen Bordell oder was auch immer hier geraten. Krach machen, dass sie herkommen. Noch schnell Ruhmpunkte machen. Oh, scheiße. Und das gab nicht viel. Ah, die sind zu tödliche Treffer. Na, es wird langsam langsamer. Langsam langsamer. Aber den Ort, den haben wir geklärt. Vielleicht startet er neu.
Das war aber schnell. Genau auf 12 Uhr, bam. Aber ich hab doch Zombies gekillt und so. Dann müsste der doch fallen. Na gut. Ich wollte gerade Facecam machen, aber dann würde ich jetzt den Monitor von unten sehen. Das wird nicht viel bringen. Ja, jetzt startet er gerade neu. Das ist ja ziemlich schnell, muss ich zugeben. Weil ich war im Haus und da muss ich auch geblieben sein. Und da ist er auch noch im Haus. Bam! Okay. Früher Morgen. Die Sonne geht wieder auf. Ich hab noch 0 Schuss. Okay. Perfekt. Habe ich endlich die 40 Kilo? Noch nicht geknackt. Schade. Aber er verdaut auch gerade nichts. Ich muss ein Tier haben. Auch fett. Und Nüsse, Mann. Ich hab ein Tier gehört. Aber ich dachte nicht, das war ein Esel. Zombie? Was ist das denn für ein Mond? Der Eiermond, oder was? Oh, das sieht so gut aus. Das kann ich nicht, das wisst ihr. Was soll ich mal meinen Schatten springen? Niemals. Niemals nie. Ich mag Esel viel zu gern. Okay, wo laufen wir gerade überhaupt hin? Genau, richtig. Richtung Hotel. Und dann machen wir die Ruhe. Sieht aus, als ob die in der Stadt leben würden, irgendwelche Leute. Kleiner Esel, du brauchst dich nicht vor mir fürchten. Hä? Ist das das muss schnell gehen. Pistole ist mir zu heikel. So. Es tut mir leid, Puppitz. Aber es sind nicht viele Ruhmpunkte. Ich brauche die Schrot. Ach, das war die Ministadt mit der Riesenpolizei, ne? Polizei mit U. Die sind halt die Pulli-Polizisten. Die haben Pullover an. Blödsinn quatschen. Haselnüsse. Ne, gar nicht. Habe ich ja schon gefunden. Walnüsse. Aber wo findet man Walnüsse? Haben wir Walnussbüsche oder sowas? Na, hier drin nicht. Das nehme ich mit. Mich jetzt noch kein Damage gemacht. Yippie, hurray, hey. Da geht die Sonne auch wunderschön auf. Oh, das finde ich so toll an dem Spiel. Hier so eine Küche. Wieder was zu essen, ey. Ich brauch was zum Verbrennen. Nicht Gummibänder-Spiel. Gummibänder. Ich hab's gesagt und er findet wieder Gummibänder ohne Ende. Knüppel. Aber den findet man auch wirklich oft, ne? Diesen doofen Knüppel. Hier findest du mal das Papier drin und Schloss. Naja, die Schlösser, die lege ich in eine Kiste draußen hin. Dann könnt ihr die benutzen, um euch selber mal, wenn ihr ein Bronze-Schloss wollt, oder wie heißt das Schloss? Das schlechteste Schloss halt. Ja.
Hab da wenigstens ein bisschen Sicherheit. Wow. Das ist eine sehr großzügige Polizeiwache. Handschuh, yeah. Brecheisen. Ein Knüppel. Ja, ich könnte es wieder rauslegen. Scheiß drauf. So, nach oben noch einmal schnell. Und dann geht's mal grob Richtung Heimat. Ich würde ja gerne... Ach, ich brauche Schrotgewehr. Sonst mache ich hier keine XP. Ruhmpunkte. Sag mir XP. Ich bin doof. Und die Hose des Weihnachtsmannes. Nein, nicht die richtige. Oh, Hicken. Boots. Dunkler Pulli. Und kein Quad. Scheiße. Ja, ich habe in der zweiten Safe Zone einfach keine fucking Garage. Alte Kaffeemaschine hat da mein Quad gesichert, das, was ich vorher verbummelt habe. Aber das hat sie nicht was habe ich nicht verbummelt? Das hat sie in ihre Garage gestellt. Spazieren wir doch mal. Ne? Also man will immer so viel machen in einer Folge und kommt irgendwie zu gar nichts. Ey. Das ist echt tricky. Aber ich weiß nicht, wo man Haselnüsse so direkt suchen soll. Die haben wir auch immer durch Zufall gefunden. Hier sind ja Oliven drin. Olivensträucher. Na, verhungern tut man gar definitiv nicht. Nicht bei, boah, 900.000 Kilokalorien. Oh, wir haben bald die Million. Irre. Oink, oink. Ja, vom Wetter her heute eine Highlight-Folge, ne? Hinten eiert ein Zombie rum. Und das ist jetzt? Ein bisschen am Strand rumlatschen. Du musst pipi. Schon wieder? Wie soll ich denn jetzt die Rumpunkte machen? Das ist ja blöd. Gegen den Zombie boxen will ich nicht. Dafür sind die mir zu stark. Ich sehe die Stadt schon. Boah, cool. Aber hab noch lange die 200 Ruhmpunkte noch nicht. Das weiß auch nicht die Welt. Ich habe, glaube ich, 0 Schuss. Kann nachladen. Wenn wir mal so locker 200 Ruhmpunkte machen, mit den falschen Waffen geht's nicht. Könntest du ja rumhacken. Hätte ich einen Esel jetzt getötet, hätte ich ein bisschen Cooking machen können. Aber ich weiß nicht, wie das da jetzt läuft mit den Ruhmpunkten tatsächlich. Weil es ist ja kein Kochen mehr. Man drückt ja nicht mehr auf Cook. Man tut ja einfach nur daneben legen. Wie soll man denn da noch die Punkte machen? Das ist die Frage. Hier bin ich noch nie gewesen. Steiniges Ufer. Go, go. Ein steiniges Ufer. Und haben wir die 40 Kilo jetzt? Wir haben die 40 Kilo eingelagertes Fett geschafft. Ich glaube 27 oder so war am Start. Das müsste bestimmt so eine Dickstufe sein, dass er noch mal ein bisschen dicker wurde. Perfekt, oder? Ich hör's. Es läuft heute. Es läuft heute, außer dass ich gekickt wurde. Rap. Sorry, dir. Tut mir so leid. Ich muss dicker werden. Was? Hör auf mit so einer Sachen. Choppen. Hat das Messer oder die Axt? Die doofe Axt, die dann kaputt geht, ja? Oh, das rückt weg. Gibt das den wenigsten Punkte? Wenn ich mir jetzt ein Püffchen hier anmache, so mitten, wo alle sehen können, so im Halbdunkeln, was super klug ist, dann Feuer anzumachen und zu testen, ob wir Ruhmpunkte mit dem Kochen eigentlich kriegen. Das habe ich noch gar nicht getestet, muss ich zugeben. Wir haben keine Zeit zum Pipi machen. Ein Feuerchen da. Braucht das denn alles hier? Steine, ach, da hab ich keinen Bock drauf zu sammeln jetzt. Ja.
Ich habe ein Feuerzeug. Wahrhaftig, ich habe eins. Aber wir brauchen ja Feuerholz, stimmt ja. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz so neu, aber für mich irgendwie doch noch. Blödsinn. Hörst du mal bitte auf mit deiner Boxerei da? Das wird eine Zeit brennen. Müssen sie auch noch ein bisschen anpassen, glaube ich. Das brennt noch von der Zeit her ein bisschen komisch. Ja, das ist Survival-Feeling pur, oder? Aber am Hang, gar nicht so dumm. Aus Versehen zwar gemacht, aber das klappt so besser. Ich mag Hirsche und Rehe natürlich auch, ne? Also nicht, dass ihr wundert, ich töte den Hirsch und den Esel nicht. Erstmal das Fleisch, ja. Was ist das alles? Mehr habe ich denn hier rausgehauen? Was fehlt hier? Ist auch egal. Sehen wir damit ja genauso gut. 37. 38, aber das ist Crafting, ne? Das ist nicht Cooking. Doch, das geht auf Cooking. Darf ich noch einen bauen? Dann können wir es besser sehen. Handwerk. Cooking, guckt. 25. Ja. Das war damals aber auch schon so, glaube ich. Aber das Kochen selber ist ein bisschen hardcore. Jetzt los hier. Durch in dein. Boah. Drehen mit dem Mausrad, wer sich das jetzt gefragt hat. Das ändert auch die Farbe, da muss man aufpassen jetzt ein bisschen. Burning Wall. Zu nah dran oder was? Slightly kackt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig lecker aus. Das da auch. Nichts geht über selbstgemachtes Essen. Oh, das wird aber zu dunkel, wenn das hier weiter ist, ne? Du musst weggehen vom. Darfst du nicht mehr essen. Das ist verbrannt. Das geht ein bisschen zu schnell, oder? Finde ich. Meines Erachtens verbrennt das noch ein bisschen zu schnell. Du musst es ja weg. Das geht doch nicht, wenn ich es in der Hand habe. Naja, gut, lass es einfach mal machen. Ne? Hab mich gar nicht hinlegen. Mich hocken und das Fleisch schon ganz nah angucken. Er zappelt rum, weil er pinkeln muss oder was? Der zappelt total rum. Ach. Ach nee, weil er gelegen hat. Das ist noch nicht safe. Überkocht. Darf schon nicht mehr essen. Also das ist echt hart, ne? Das ist echt hart, hier mal vernünftig ein Spießchen zu machen. Völlig verbrutzelt. Geht das auch auf Kochen jetzt? Diesen Spieß ohne alles zu bauen? Oder geht das auf Survival? Survival. Ja, du gehst gleich pinkeln. Mann, gehst du mir auf den Keks, Kerl? Ach, scheiß auf das Ding hier. Also aus der Ego-Perspektive super ungewohnt. Super, super ungewohnt.
So, dann mache ich mal einen großen. Boah, haut aber auch raus eine. Also Kochen muss eindeutig noch so ein bisschen hübscher gemacht werden. Das verbrennt mir zu schnell. Ich habe es jetzt total weit weg vom Grill. Oder von der Feuerstelle. Gucken, ob schon warm wird. Warm. Also es gart halt schneller, wenn es nah dran ist. Aber das ist ja schon darüber am Schweben, ne? Ist klar. Daneben und wegrennen ganz schnell damit. Wenn es halt gegart aussieht. Ich glaube, die Entfernung ist das, was du beachten musst. Wenn du schnell was essen musst, ein Spiel schnell ganz nah dran. Wenn du Zeit hast, dann kannst du das so machen. Burning, aber immer noch roh. Das sieht jetzt anders aus. Das ist jetzt nämlich medium hier. Ich habe noch nie eine Perspektive gegessen. Sieht auf jeden Fall irgendwie lecker aus. Kann mir nicht helfen. Wir machen Grundpunkte tatsächlich hier mit diesem Kochenkack, ne? Aber relativ langsam. Knochennadel machen wird höchstwahrscheinlich eher Survival Skill, ne? Das geht's jetzt gar nicht. Achso, muss ich, kann ich auch hier aus dem Blödsinn. Da. Ja, das ist Survival Skill. Ich finde, du hättest schon die 300k verdient, wenn man mal andere YouTuber sieht. Danke an ErrorLPHD. Ach ja, die 300k, da hätte ich aber ein bisschen am Bammel. Traue ich mir nicht zu, muss ich zugeben. So viele Zuschauer. So. Oh, ist die Stadt schön, ne? Beim Sonnenaufgang. Ja, aber ich komme nicht auf die noch 55 fucking Ruhmpunkte. Habe ich irgendwas verbummelt wieder? Ja, ne? Ich glaube bestimmt schon wieder irgendwas verbummelt. Zack. Aber mein Quad. Waren wir hier im Bereich? Weil ich bin ja abgehauen mit dem Quad, damit mir das nicht wieder gefilzt wird. Das sieht ja so verdächtig aus. So. Jetzt bin ich nicht den Berg hochgefahren? Ach, das finde ich doch nie wieder ein Blödsinn eigentlich, was ich hier versuche. Ich versuche die ganze Zeit mit meinem Finger, die Meter waren, aber ich bin weiter tiefer gewesen mit dem Quad. Mein Erinnerungsvermögen ist so super trooper. Nicht. Nicht rennen, verbrennen wir wieder Fett. Wir haben jetzt stolze 40,1 Kilogramm eingelagert. Wow. Aber irgendwie wird er nicht schwerer, ne? Der ist immer bei 121, 20 Kilo. Und er wird nicht fetter irgendwie. Und das geht. Man wird wirklich fett. Die Sonne scheint jetzt schon auf den Örtchen. Wunderbar. Aber Screenshot weiß ich schon für die heutige Folge. Und zwar, ich wurde gekickt. Survival und ich wurde gekickt. Irgendwie so wird der Titel sein. Schüsse waren wahrscheinlich im Ort. Oh, jetzt hat sich einer was gekocht. Die waren wahrscheinlich im Ort. Boah. Eine Sicht, ne? Ist ja irre. Das ist unser Hotel. Das ist...
Kann man wahrscheinlich nicht messen. 480 Meter nur? Guck mal ein bisschen weiter vor, ehrlich. Ich will einen Spieler sehen. Ob man auf der Distanz einen Spieler sieht überhaupt. Also ich würde das nicht da reinschieben. Gott sei Dank, das ist der Safe Zone. Dann bin ich mal da still. Ist einer am Jagen, kann das sein? Boah, ich muss so pinkeln. Was denn, sehe ich ja auch nicht, wenn ich jetzt hier so gebückt bin, ne? Du musst dann in der Ego gucken. Dann siehst du das auf jeden Fall, da wo du hinguckst, siehst du ja auch die Gegner. Schwierig. Der Schuss war schon relativ nah. Keiner wird jetzt hier hingucken. Kann ich denn so zielen jetzt, dass ich den Busch da sehe? Nee. Okay. Spannend. Ups. Hat er verkraftet. Das sieht er nicht. Das sind immer Kommentare. Diese Windows 10 Kacke da immer eingeblendet werden bei mir. Da unten ist sie. Es könnte Ortschaft sein. Könnte die ganze Panik, die ich hier habe. Könnte eine ganz andere Bewandtnis haben. Dass da Zombies gekillt werden, einfach nur ganz simpel. Weil ich die Schüsse etwas sehr laut finde, muss ich zugeben. Dann bin ich nicht urinate. Ich brauche Schrotgewehr, Munition. Ich könnte mal selber craften. Ich habe noch nie Schrotgewehr, Munition gecraftet, ne? Ja, das waren Zombie-Jägers. Boah, jetzt bist du jetzt die Scheibe hoch, drei Timmer. Super. Oh, ich hab morgen frei, ist das schön. Fällt mir gerade so spontan so ein beim Pinkeln. So. Aber wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ne, die ich mal den Entwickler stellen kann, ne, wenn sie nicht halt immer dieselben Fragen sind, ne? Oder was Spezielles, dann haut raus und schreibe ich die mal an. Also ich habe ja jetzt einen direkten Draht zu denen über diesen Scum Discord Test Server und ja, da bin ich natürlich auch für meine Community da, falls ihr da irgendwelche speziellen Fragen habt. Ne? Immer raus damit und gucken, ob ich die dann stellen kann. Und dann würde ich euch natürlich da entgegenkommen. So, ich laufe in der Safe Zone rein. Das müsste hier eigentlich schon safe sein, ja klar. Was ist das? Ist das eine Boje, der Zombie? Oder ist das ein Spieler? Komisch aus, ne? Da läuft irgendwo ein Spieler rum. Und der fällt dann im Wasser. Aber die leider schwimmen die noch nicht, ne? Das müssen die auch noch einpatchen. Die gehen unter wie Steine, die Zombies. Ich höre noch einen Brumm. Ich muss auf den Balkon. Hä? Ach, ich bin noch am Fenster bauen, habe ich ganz vergessen. Ganz vergessen, ey. Heldenhaft. Ein goldener Schuss drin? Wieso? Achso, ja klar, das war mein Apartment. Ach, dafür sammle ich doch, du doof Mann. So. Schulranzen. Der Balkon.
Und da ist unser Zombie-Inselchen. Jetzt los. Das Geräusch, hä? Ich konnte schießen, weil ich auf das Kommentar geklickt habe. Ha. Was war das jetzt? Also irgendwie ist manchmal der Wurm drin. Das habe ich irgendwie Video angemacht, aber sogar noch pausiert. Los, komm. 49 XP. Ruhmpunkt. Ach, da steht er doch, der Arme. Habe ich was zu werfen? Um ihn dahin zu locken. Fett dürfte eigentlich nicht so einen Krach machen beim Werfen. Ja, renn hin. Okay, ich würde an der Stelle einen Cut machen und sagen, danke fürs Zusehen, bis in der nächsten Folge. Ein paar XP fehlen noch, Mann, Ruhmpunkte fehlen noch. Bis dann.